Magdeburg-Buckau. Seit 2018 wird hier durch die MVB in mehreren Abschnitten gebaut und modernisiert. Wer sich mit dem Auto durch das beliebte Künstlerviertel bewegt, kann schon mal die Geduld verlieren. Auch für Gewerbetreibende und Anwohner ist es keine einfache Situation. Nils Heinemann und Josephine Ehlenberger befinden sich mit ihrem Laden direkt am Eingang der Baustelle an der Schönebecker Straße. Sie haben sich mit anderen Buckauerinnen zusammengetan, um gemeinsam mit einer Imagekampagne für Buckau zu werben. Und der erste Aufschlag war eben das Logo und Shirts und Beutel, die auf dem Weihnachtsspektakel 2019 verkauft wurden. Und das ist erstaunlich gut angekommen. Sticker gegen Wegwieser, warme Semmel und ebenso jetzt mittlerweile auch die T-Shirts und ja, Beutel. Vom Design über den Siebdruck bis hin zum Verkauf ist alles in Buckau entstanden. Aus der Initiative soll nun sogar ein Verein entstehen. Auch Nils und Josephine sind mit ihrem Kunstlabel an der Gründung beteiligt. Ganz generell strebt der Verein halt an, dass die Außenwirkung Buckhaus verbessert wird. Und nicht verloren geht durch die Baustelle. Das ist ja auch noch so ein Ding. Nicht, dass wir hier irgendwie abgehängt werden und vergessen werden. So ist es ja auch, ne? Der Buckauer Engpass liegt mitten in der Baustelle an der Schönebecker Straße. Dies ist nicht nur für die Ladenbetreiber ein ärgerlicher Zustand, berichtet Modedesignerin Susanne Klaus. Naja, die Leute sind genervt, auf jeden Fall. Du auch? ja. Und man wird auch permanent darauf angesprochen. Also Buckau ist ja im Moment nicht mehr Kunst und Kultur, sondern Baustelle. Ja? Also es ist gerade leider ein sehr schlechtes Image, was Buckau bekommen hat, was so ein bisschen entstanden ist jetzt durch die Baustelle. Gemeinsam wollen sie diesem Image nun entgegenwirken. Der Zusammenschluss der Buckauerinnen bringt aber auch ungeahnte Verbindungen zum Vorschein. Viele Unternehmer haben sich erst kennengelernt. Ja. Also es gibt viele Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass es hier gibt. Und das geht uns allen so. Von daher ist so aus der Not eine Tugend geworden. Und es ist total cool, was sich da entwickelt. Für andere Läden im Stadtteil kommt diese Entwicklung zu spät. Sie haben ihr Geschäft bereits geschlossen. Auch der Schuhmacher Davidoff aus dem Buckauer Engpass zieht um. Robert Kellermann kennt diese Sorgen, wenngleich er mit seiner Brauerei Buckau weniger Einbußen hat, da seine Gäste eher mit dem Rad oder der Bahn kommen. Das beschäftigt einen schon. Klappt das? Überlebst du die Baustelle? Definitiv. Aber es gibt halt keine Antwort darauf. Also kann mir keiner geben, kann ich mir selber nicht geben. Und jetzt muss ich aber gucken und schauen, was da kommt. Für ihn und seine Brauerei ergeben sich eher logistische Probleme. Ich meine, ich bin nicht wirklich der Einzige, der regelmäßigkeit Lieferung bekommt. Also da geht es auch um ganz andere Geschäfte, die hier noch im Kiez sind. Und da muss man echt schauen, dass die halt aufgrund dessen halt nicht weggehen oder weggehen müssen. Ja, also ich bekomme halt mehrfach im Jahr Malz, ein paar Tonnen Malz geliefert. Und der hätte theoretisch hinten hier durch den Kiez fahren müssen, durch die kleinen Straßen im Kiez, und wäre dann niemals durchgekommen. Probleme dieser Art lassen sich mittlerweile jedoch schneller beheben. Und gestern gab es ja die erste Containersprechstunde hier in der Baustelle mit Leuten, die da mitplanen und organisieren und mit einfach mit drin hängen. Und da konnte ich halt mein Problem ein bisschen vortragen. Und die haben sich dann echt relativ schnell gekümmert, muss man ganz ehrlich sagen. Seitdem sich die Initiative formiert hat, ist sich auch die Stadt Magdeburg der problematischen Lage bewusst. Auf schriftliche Nachfrage sagt Oberbürgermeister Lutz Trümper dem Verein seine Unterstützung zu. Obwohl ich die jeweils konkrete betriebswirtschaftliche Situation der Händler natürlich nicht einschätzen kann, möchten die MVB und die Stadt die Gewerbetreibenden und Buckau unterstützen. Deshalb wird aktuell ein entsprechendes Marketingkonzept für Buckau erstellt. Der Stadtteil habe sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt, so Trümper weiter. Durch die neuen Verbindungen werde Buckau als Wohn- und Gewerbestandort künftig noch attraktiver werden. Doch bis es soweit ist, müssen die Buckauerinnen mit der Baustelle und ihren Einschränkungen leben. Ja, also der Zusammenhalt ist schon echt großartig hier im Stadtteil. Auch einer der Gründe, weshalb ich hier bin. Ich denke, der Verein, der Zusammenschluss, ist ja nicht nur von Gewerbetreibenden, es ist ja auch von ganz normalen Anwohnern, von Bürgern, die hier leben. Ist extrem wichtig, dass man einfach eine lautere Stimme bekommt. Die bevorstehende Vollsperrung von Ende Juni bis Ende des Jahres wird damit nicht verhindert werden können. Doch darum geht es dem Verein auch nicht. Vielmehr ist das Ziel, über Buckau hinaus gehört zu werden. Also, ja. Einfach noch nicht so richtig bekannt halt. Ne? Wir fangen ja gerade an so und jeder ist da willkommen, jeder Buckauer, der dann dort hat, Lust hat teilzunehmen so und genau. Mitzuwirken. Und ganz wichtig halt, nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatpersonen. Also. Für den Autoverkehr geht es weiterhin nur langsam voran.
Doch still steht Buckau nicht.